Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Dogwalkers. Ich bin der Sven und ich nehme dich heute mit bei unserer kleinen Joggingrunde. Das erste Mal wieder, wir waren lange nicht mehr laufen und ja, ich möchte wieder anfangen mit dem Trail Running, was man in Norddeutschland als Trail Running bezeichnen kann. Ich meine, wir haben hier keine Berge, aber auf jeden Fall im Wald, auf schmalen Pfaden. Auf gar keinen Fall irgendwie auf der Straße oder so. Das ist nicht unser, da haben wir keine Lust zu laufen. Es muss auf jeden Fall in der Natur sein. Und ja, wir sind hier in Sieg. Und hey, bleib mal hier. Ja, die Strecke ist ungefähr 3 Kilometer lang und ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Bei den Hunden mache ich mir keine Sorgen, dass die zu langsam sind oder die kurze Runde nicht schaffen. Ich bin mal gespannt, wie so meine Durchschnittsgeschwindigkeit sein wird und wie lange ich für diese knapp 3 Kilometer brauche. Auf jeden Fall werden wir das jetzt wieder regelmäßig machen und natürlich unsere Leistung oder meine Leistung wieder verbessern. Bei den Hunden, das sehe ich da kein Problem. Ja, schreib mir doch mal in die Kommentare, wenn du auch laufen gehst mit deinem Hund. Wie lange braucht ihr oder brauchst du für eine Strecke von 5 Kilometer oder vielleicht auch nur 3 Kilometer? Schreib es mir mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich mache mich jetzt fertig und dann laufen wir los. So, wir laufen hier erstmal auf einem etwas breiteren Weg in den Wald rein und gleich geht's rechts ab. Genau, da kommen wir jetzt ein bisschen mehr in den Wald rein. Der Kichu ist immer hinter uns, muss natürlich auch viel markieren und dann leider wieder aufholen, wenn er zu lange trödelt. Irgendwann mal hat er sich eingegruft, dann läuft er auch besser und vorne mit. Ja, ich lasse ihn einfach machen. Ich achte auch darauf, dass er nicht zu weit weg ist und dann passt das schon. Jetzt kommt er doch schon. Auf jeden Fall sehr schöne Waldluft hier. Und hier ist auch relativ wenig los. Also bisher. Zwischendurch trifft man mal ein paar Reiter. Aber ansonsten hat man hier auch schön seine Ruhe beim Laufen. Ein kleines Stück. Das liegt so schön. Sehr große Steine. Sehe ich mir auch für die Hundepfoten unangenehm vor. Aber es ist zum Glück ein kleines Stück und dann sind wir schon wieder auf schönen, weichen Waldboden. So, und jetzt sind wir auf schönen, weichen Waldboden. Durchschnittsgeschwindigkeit 6,49. Das ist okay, ich schieb's mal auf Kiju, das ist getrödelt. Nein, das ist, ist okay. Das ist schon am Durchschnitt von 6,32. Vielleicht, ob man es jetzt sieht. Immer besser. Und ich glaube, hier wird es auch gleich matschig. Sieht schon mal gut aus. Natürlich immer schöne Hindernisse.
Das ist natürlich auch cool. Aber okay, und wieder beim Auto. 2,12 Kilometer und Durchschnitt 642, 14 Minuten. Ja, das war's schon von unserer kleinen Anfängerrunde, 2 Kilometer. Zeit und Geschwindigkeit finde ich jetzt ganz okay. Natürlich soll das jetzt im Laufe des Trainings besser werden. Wir gehen natürlich regelmäßig jetzt wieder trainieren, sodass wir auch längere Distanzen laufen können, die Zeit besser wird. Und Ziel, Trailrunning-Ziel im Flachland, 50 Kilometer. Das kriegen die Hunde natürlich auch hin, wenn sie trainiert sind. Deshalb bauen wir das langsam auf. Und ja, wenn du mit dabei sein möchtest und die Fortschritte verfolgen magst, dann abonniere den Kanal, drücke auf die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Natürlich gibt es auch jede Menge andere Videos, nicht nur vom Laufen oder vom Mountainbike-Fahren. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Sven.